Seit Jahrhunderten tragen wir die ererbten Lasten unserer Vorfahren wie einen unsichtbaren schwarzen Mantel mit uns herum und reichen ihn von Generation zu Generation weiter. In uns schalten und walten die Nöte, der Kummer und Schmerz sowie die Armut bis hin zu Krankheiten unserer Ahnen und beeinflussen unser Leben, die Art und Weise, wie wir uns selbst und der Welt begegnen und was wir uns zutrauen. Unter diesen ererbten Lasten vermögen viele Menschen, sich nicht auf- und auszurichten, in ihre ganze Kraft zu kommen und neue Wege zu gehen. Jetzt in dieser Zeit haben wir eine Neuwahl. Wir haben ein Privileg, das unsere Vorfahren nicht hatten. Wir können uns jetzt von der Loyalität zum Leid unserer Vorfahren verabschieden und uns von den ererbten Lasten befreien und neue Wege gehen. Wie das geht, das beschreibe ich sehr ausführlich in meinem Buch Schamanische Ahnenarbeit. So versöhnen wir uns mit unseren Vorfahren, erfahren ihren Beistand und empfangen ihre wegweisenden Gaben. Ich bin Bianca Maria Seidel. Als spirituelle Mentorin erforsche und praktiziere ich die schamanische Ahnenarbeit aufgrund meiner eigenen Geschichte als Entwurzelte seit mehr als 10 Jahren. Auf meinem eigenen Heilsweg bin ich tief hinabgetaucht zu meinen Wurzeln und habe dort die Ursache für ein inneres Gefühl der Bodenlosigkeit, das mich Zeit meines Lebens begleitet hatte, sowie tief sitzende Angst- und Schuldgefühle aufgedeckt und mich von diesen ererbten Lasten befreit. Und dabei habe ich auch meine schamanischen Wurzeln entdeckt und bin auf die Goldader meiner Existenz gestoßen, meine Berufung. Seither weiß ich, dass unsere Vorfahren uns weitaus mehr vererben als nur ihre Gene und dass wir uns von den ererbten Lasten jetzt in dieser Zeit befreien können. Und das ist noch nicht alles, denn aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und in der Zusammenarbeit mit zahlreichen Klienten habe ich herausgefunden, dass die Stärken unserer Vorfahren ihre Gaben an uns sind, die, wenn wir sie als Aufgaben verstehen und erfüllen, uns den Weg zu unserer Bestimmung weisen. Und so gelingt es uns mit der unterstützenden Kraft unserer Vorfahren sogar nach den Sternen zu greifen. Mein Buch ist ein Weckruf, der uns die Verbindung mit unseren Vorfahren, aber vor allem das enorme Potenzial, das in dieser Verbindung steckt, ins Bewusstsein bringen soll. Und so stelle ich die schamanische Ahnenarbeit in den Kontext von Tradition, Wissenschaft, Kultur und auch Spiritualität, zeige spannende Zusammenhänge und Hintergründe auf und mache vor allem auch deutlich, wie sehr der Verlust unserer Wurzeln unser menschliches Miteinander beeinflusst. In zahlreichen Fallbeispielen kann der Leser sehr leicht erkennen, wie sich die ererbten Lasten in verschiedenen Lebensbereichen auswirken und bekommt auch ein Gefühl dafür, wie befreiend und erleichternd die Auflösung und die Loslösung von diesen ererbten Lasten ist. Einen besonderen Wert habe ich darauf gelegt, meine Vorgehens- und Arbeitsweise wirklich sehr detailliert und schrittweise aufzuzeigen, damit sie für den Leser greifbar wird. Und zum Schluss habe ich noch Fragen beantwortet, die du dir als Leserin, als Leser gegebenenfalls während des Buches selbst gestellt hast. Und so hoffe ich, dass mein Buch Licht und Leichtigkeit in das manchmal dunkle und schwere Thema Ahnen bringt und dich ermutigt und inspiriert, die Verbindung mit deinen Vorfahren aufzunehmen und das enorme Potenzial, das in dieser Verbindung steckt, zu entdecken. Und hierfür möchte ich dir gerne 3 einfache Tipps mit an die Hand geben. Tipp Nummer 1. In einem stillen Moment, vielleicht in der Meditation oder kurz vor dem Einschlafen, bekunde die klare Absicht, in Verbindung mit deinen Ahnen treten zu wollen. Und ganz wichtig,
erlaube es dir auch, dass es geschehen darf. Tipp Nummer 2. Geh mit dieser Absicht für eine Weile schwanger und halte den Fokus dabei. Und Tipp Nummer 3. Vergib dir selbst und der Welt. Und ein hilfreiches Mantra hierfür kann sein: Alles, was war und alles, was ist, ist stets zu meinem Besten und dient der Entwicklung meiner Seele. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir, als Leserin, als Leser meines Buches, mögest du die Verbindung mit deinen Vorfahren aufnehmen, das Potenzial darin entdecken und es wagen, mit der Kraft deiner Ahnen sogar nach den Sternen zu greifen.